Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Sunlight. Heute zeige ich euch mal einen Kurs, der hat eine sehr schöne Musik. Ich finde die schönste von ganz Shadow Online. Die ist wirklich hörbar. Und ich muss jetzt sowieso mal meinen AC verbessern, weil ich das glaube ich noch nie gespielt habe hier. Mal gucken, was wir rausholen. Natürlich bei plus 28 kann es nicht so gut sein, du würdest nur. Eine 0 vielleicht oder jedenfalls ist das noch nicht ausreichend, um da wirklich einen AC zu erspielen, weil es wird ja immer nur halbiert zu dem was man spielt. So, das ist natürlich, die Pose ist schlecht. Ah, daneben. Einmal versaut und auch noch sehr weit gespielt. Eagle Chance. Aber den Eagle versenkt. So, Part 3. Da können wir nur Prozente spielen. Nice shot. Green. Four birdie. Jetzt habe ich vergessen, die Pin zu stellen. War bestimmt verstellt, aber dem Loch. Oh. Four par. Weil sonst denke ich mal, wäre da drin gewesen. Da auf dem Streifen da landen. Ich will wieder ein Stück Fairway landen, dass er dann schön zur Fahne hinrollt. Na, ging nicht ganz auf. Hatte zu wenig Spin, so wenig Spin. On green. Or Eagle. Oh. Und wieder vorbei. Or Birdie. Immerhin Birdie. Kein Backspin funktioniert. Oh, der war zu weit. Der war viel zu weit. Wieder nur ein Birdie. Sag ich doch.
birdie. So. Ich denke, das sollte ausreichen. 15 Yards länger, aber wir haben 30 Grad und 0,5 Rückenwind auch noch. Nochmal 1% mehr. Ja, nicht ganz gereicht. On green. Four Eagle. Und wieder nur ein Birdie. Es läuft nicht. Four Birdie. Es läuft nicht gut. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich den... Ja. Da komme ich bis hin, das ist sehr gut. Könnte ein Alba werden. Na, ganz in Ordnung, das ist passabel. Nice approach. Das sollte doch ein Alba werden, oder? Albatross Chance. Wieder zu kurz. On green. Four birdie. Aber der ist drin. Spielen wir den mal so. Ah, verzogen. Verzogen. Aber halb so schlimm. Der liegt nicht schlecht. War so gut, dass der verzogen hat. Weil der dann mal einen Spin genommen hat. Muss ich nur mal wieder einen Trank nehmen. Die Erschöpfung war schon wieder recht hoch. So. Shot. On green. Four Eagle.
einfach, als würde es langsam. So, wieder ein paar 5. Da müssen wir aufpassen, da links ist diese Kante. Da sollte man noch möglichst nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich die treffe. Ich denke, bei dem Spin treffe ich die noch nicht. Ich werde ihn mal so probieren. Rechts ist die Kante, meine ich. Von diesem Felsen. Ah, zu weit. Das war mir schon fast klar. Ich hätte den mindestens mit 99% schlagen müssen. Aber bei 30 Grad, dann geht er doch noch ein Stück weiter. Halber Chance verhauen. Nice approach. Four Eagle. Aber der Eagle sitzt. Den probiere ich einfach mal so. Bei 21 Grad kommt der doch schon ziemlich kürzer. Dann mache ich mal 99%, mal gucken, falls er doch etwas zu weit gewesen sein sollte. On green. Eagle chance. Das habe ich schon wieder verstellt. Ist das jetzt wieder richtig? Ja. Jetzt gucke ich mir mal die Pin an. Und die ist verstellt. Ist minimal verstellt. So. So. So ist die Pin verstellt. Also ein Stück weiter. Na, da war nichts. Oh. Birdie Chance. Und mit 102%. Sehr schön. Nice approach. Eagle chance. Den Baum. Alle Pussys rechts bei der Lochpussy. Das ist sehr blöd. Gucken, ob wir den, wenn wir den hier ankommen lassen, ob er dann irgendwie noch zur Fahne rollt. Ja, das hat doch geklappt. Jetzt müssen wir nur mal anhalten. On green. Albatross chance. Jetzt habe ich wieder die Pin verstellt. Ich vergesse das jedes Mal nach der Pin zu schauen. Oh. Wahrscheinlich habe ich mir deswegen auch den Alba versaut jetzt hier. Eagle chance. Thank you.
22 Grad, kein Wölkchen, kein Windchen, keine laue Brise. Ja, ich werde ihn einfach mal so spielen. 22 Grad ist auch schon wieder relativ. Dürfte bremsen. Nice approach. Eagle chance. Den mal so, vielleicht wird es sogar ein Hio. Der ist sehr weit gewollt. Ich habe mir hätte mir das Grün mal ansehen sollen. On green. Four Eagle. Blödes Wetter. Nicht bei 224. Ich denke aber, das solltest du machen. Und der ist schon extrem. Und wird extrem kurzer kommen. Ja, sehr schön. Nice approach. Birdie chance. So, 3 Meter, 3 Yards und Rinderfisch. Wieder ein paar 3. Ja, wie verläuft das Grün? Geht fast gerade. Nehmen wir einfach mal so hauen. Verzogen. Ja, der war noch nice approach. Birdie chance. Komischerweise, ich habe nach rechts verzogen und trotzdem kommt der links von da vorne auf. Verstehe ich nicht, aber gut. So, jetzt bin ich froh, dass bei dem Wetter so, bei dem Loch so gutes Wetter ist, weil das ist echt nicht leicht hier. Das ist ein echt schwieriges Loch. Fahne stellen. On green. Jetzt habe ich schon wieder die Binnen. Ich vergesse jedes Mal dieses. Ich sehe keinen Pin. Okay. Dann sehen wir uns das doch mal an. Könnte so in etwa sein. Ja, eine minus 26, ich ziehe auf. Wahrscheinlich plus 1 oder so verbessert. Auf 1, ja genau.
Na gut, immerhin. Da mache ich aber noch mal eine Folge dazu. Das HC muss besser werden. Ciao Leute, das war euer Sunlight. Bye bye.